Johannes, Reutlingen empfangen, 1:3 verloren. Was meinst du, das Ergebnis, entspricht das der Leistung, die ihr heute geboten habt? Also der Leistung, ich finde, wir haben heute eine starke Leistung gezeigt, auch wenn wir 3:1 verloren haben. Wie so oft läuft es halt nicht ein bisschen gegen uns. Wir haben heute offensiver gespielt als sonst, haben stark gekontert, gute Torchancen rausgearbeitet, aber leider die Tore nicht gemacht. Offensiver gespielt als sonst? Also die Ausrichtung war gleich, nur wir haben einfach kontrollierter nach vorne gespielt und dadurch ein bisschen mehr Ballbesitz gehabt, konnten ein bisschen höher verteidigen und genau, das meine ich damit. Die Tore, was meinst du, sind sie ein bisschen unglücklich gefallen oder ja, was meinst du zum Spielverlauf und zum Spielausgang? Ich finde die Tore, das ist, teilweise sind wir zu unentschlossen, also in den Zweikämpfen, wenn ich sag mal, der Reutlinger Spieler, der hat so den gewissen Biss noch, der uns manchmal fehlt in Zweikämpfen. Und da müssen wir dran arbeiten. Ja. Viele sehen dich als feste Instanz in der Innenverteidigung. Dass du eine gute Wirkung auf den Rest der Mannschaft hast. Wie siehst du das? Gut, die Innenverteidigerposition. Also ich habe diese Saison auf vielen Positionen gespielt. Ja, von da aus kann ich viel steuern und viel das Team ausrichten, sage ich mal. Ich bin jetzt kein klassischer Innenverteidiger, aber ich sehe, dass gerade ist das eine ganz gute Lösung so. Der Trainer ist ja nach der Winterpause dazugekommen. Was meinst du, was er bewirken und verändern konnte in der Mannschaft? Und was kann man jetzt für Ergebnisse sehen? Ich finde, der neue Trainer hat eine super Wirkung gehabt. Also man sieht ganz klar, alle wissen, was sie zu tun haben, haben wieder Selbstvertrauen getankt. Wir stehen besser hinten, sind geordneter. Und man sieht ja auch, wir haben jetzt in der Rückrunde schon einige Punkte geholt. Und in jedem Spiel ist es knapp. Klar, wir müssen noch dran arbeiten, wie heute zum Beispiel. Wir waren auf Augenhöhe, haben aber halt die Tore nicht gemacht. Und der Gegner nutzt sowas halt eiskalt aus. Und da müssen wir uns halt noch verbessern. Es geht für euch weiter. Das wird sicherlich ein ganz, ganz schweres Spiel, aber auch ein großartiges Erlebnis vielleicht. Es geht gegen den SSV Ulm. Was wird das für ein Spiel? Ja, in Ulm ist natürlich immer super. Das Stadion, die Atmosphäre. Wir spielen Freitagabends, also Flutlichtspiel. Und ich denke mal, das ist super für uns alle. Es ist immer ein tolles Ereignis und da freuen wir uns alle drauf. Punktemäßig sieht es ja für euch ziemlich schwierig aus. Was hast du für eine Perspektive? Was hat eure Mannschaft für eine Perspektive deiner Meinung nach? Und was kann man noch für die restlichen Spieltage von euch erwarten? Also wir werden uns auf keinen Fall kampflos ergeben und einfach die Saison abhaken. Also wir denken von Spiel zu Spiel, wir wollen die Punkte holen. Es ist nicht so, als ob wir jetzt sagen, wir haben die Saison abgehakt, sondern wir arbeiten an uns, wir wollen uns persönlich weiterentwickeln und hauen noch alles raus in den letzten Spielen.